Die Schwäbische Alb, eigentlich ein ruhiges Winterwunderland. Eigentlich. Doch Sven und Michael Kanz sind mit echten Männerträumen unterwegs. Wenn die PS-Experten Gas geben, wird es laut. Hammer, 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 am Gas hängt er. Wirklich ganz große Klasse, was Ferrari da auf die Füße gestellt hat. Es zieht einfach, es macht einfach nur glücklich. Hört ihr das? Boah, das ist so geil. Sven und Michael Kanz haben einen Traumjob. Luxusautos und Supersportwagen sind ihr Spezialgebiet. Heute stellen die Brüder drei vollwertige Einsteigermodelle der Supersportwagen-Liga als Gebrauchte vor. Einen Lamborghini Gallardo Spider mit E-Gear von 2005. 54.000 Kilometer gelaufen. Neupreis damals inklusive Extras 208.000 Euro. Gebraucht ist er für 79.900 Euro zu haben. Audi R8 Coupé V8 aus Baujahr 2010. 20.000 Kilometer Laufleistung. Der Neupreis 114.000 Euro. Jetzt steht er für 69.900 Euro zum Verkauf. Und einen roten Ferrari F430 aus 2005 mit 69.000 Kilometern auf der Uhr. Neupreis vor 10 Jahren 206.000 Euro. Als Gebrauchter kostet er noch 69.900 Euro. Ein Fahrzeug ist ausgestattet mit einem V8-Motor. Und was bei diesem Modell auch sehr gut ist, er hat keinen Zahnriemen mehr. Das spart natürlich ungemein die Unterhaltskosten. Der Ferrari muss trotzdem jährlich den kleinen Service für 1.200 Euro haben, alle zwei Jahre die große Inspektion für 2.400 Euro. Es sind nicht nur die Anschaffungskosten zu überlegen, sondern auch die Folgen, sollte man den 490 PS verfallen. Man muss natürlich aufpassen bei diesen Fahrzeugen, weil sie so tief sind, ja, mit dem Aufsetzen. Und hier haben wir natürlich das Problem, gerade beim Ferrari, er hat keine Lifting-Achse und dann können wir natürlich nicht, wenn man jetzt irgendwo in die Tiefgarage fährt, den hochlassen. Das Zweite ist natürlich bei den Sportwagen immer das Problem mit den Steinschlägen und das ist auch überhaupt gar nicht schlimm, ja, wenn man fährt da schließlich mit dem Auto. Man muss ja, irgendwo muss sich ja ein Verschleiß zeigen. Hier ist natürlich immer gleich die komplette Haube, der komplette Frontbau, die Kotflügel, die Stoßstange muss man hier dann komplett lackieren, damit es halt eine Einheit hat, ja. Und das kann halt natürlich unter Umständen schon mal richtig Geld kosten, ja. Mindestens 3.000 Euro werden für das Lackieren des gesamten Frontbaus fällig. Der Motor klingt perfekt. Dem Expertenohr würde ein falsches Geräusch sofort auffallen. Der Hengst aus Maranello hat eine Höchstgeschwindigkeit von 316 km/h mit dem F1 Automatikgetriebe. Ölwechsel ist jährlich fällig, spätestens nach 15.000 Kilometer. Satte 10 Liter à 30 Euro braucht das Hochleistungsaggregat. Die Mechanikerstunde kostet 150 Euro. Bei aller Euphorie, wichtige Punkte müssen bei der Auswahl beachtet werden. Nichtsdestotrotz darf man hier nicht so übermütig sein, man muss trotzdem gucken, passt das alles mit der Kupplung, passen die Bremsen, ja, ist das Scheckheft lückenlos geführt, kann man sich auch mal ein Fahrzeug natürlich mit mehr Kilometer kaufen, das ist nicht das Problem. Ich würde euch dann trotzdem empfehlen, vor einem Kauf natürlich auch die Kupplung auslesen zu lassen. Das kann man beim Ferrari-Händler machen, weil wenn er da eine neue braucht, dann kommt er da mit Sicherheit unter 5.000 Euro nicht weg. In Silber kommt der Herr der Ringe aus Ingolstadt. Audi R8 mit V8 und 420 PS aus Baujahr 2010. Ein 6-Gang-Schalter mit nur 20.000 Kilometern auf dem Tacho. Spitze 301. Für die beiden Brüder ein echter Geheimtipp, gerade in der Farbe. Und am besten ohne Magnetic Ride Fahrwerk. Was man ganz explizit darauf achten sollte, ist das Magnetic Ride Fahrwerk. Ja, wenn das kaputt geht, dann wird es richtig teuer, sondern aber ganz schnell mal bei 5.000 Euro, wenn dann der Dämpfer kaputt ist. Und das hört man beim Fahrer, wenn zum Beispiel der Dämpfer klackert oder
vernimmt beim Fahrer ein Geräusch, was man eigentlich nicht vernehmen sollte bei einer Bodenwelle. Dann gibt es irgendwie ein lautes Bumpfen oder sowas und das, da weiß man dann, okay, das Magnetic Ride Fahrwerk ist kaputt. Besser wäre es ohne dieses Fahrwerk zu kaufen. Auch bei diesem Supersportwagen gilt, wir müssen den Motor mal hören. Auch ein super knackiger Sound, nicht so laut wie die beiden Italiener. Aber der Racht ist auch eher ein bisschen auf Understatement gemacht und deswegen der Ton genau richtig. Schön beim Audi, die jährliche Inspektion ist mit rund 800 bis 1000 Euro deutlich günstiger als bei den Italienern. Auch die Mechanikerstunde kostet nur 130 Euro, klarer Kostenvorteil. Die Unterhaltskosten sind gering bei diesem Fahrzeug. Der Allradantrieb hindert einen nicht, das Fahrzeug das ganze Jahr zu fahren, auch im Winter. Rosso Letto heißt die Farbe des Lamborghini Gallardo Spider mit E-Gear 520 PS V10 aus Baujahr 2005. Spitzengeschwindigkeit 314 km/h. Mit 54.000 Kilometern soll der Wagen noch 79.900 Euro kosten. Der Neupreis damals lag bei knapp 170.000 Euro. Das Coupé gab es schon für 150. Listenpreis ohne Extras, wohlgemerkt. Ein wichtiger Tipp, den Lambo Spider lieber nur per Hand waschen. Ansonsten kann Wasser über die Heckscheibe in die Elektrik tröpfeln und auf Dauer Schaden anrichten. Man hört's. Hört sich sehr knackig an. Ich würde sagen, etwas leiser wie der Ferrari, aber trotzdem auch schön. Es kommt Richtung, sage ich mal, dem Audi R8. Sven, die Liftingachse vorne. Funktioniert die? Da gucken wir natürlich. Alles wunderbar. Einen Lifting-Dämpfer erneuern kostet ca. 3.500 Euro. Auf was man auch unbedingt achten sollte, wenn man sich so ein Fahrzeug kauft, auf die Rückfahrkamera. Lamborghini bietet nämlich keine Einparkhilfe an. Deshalb ist diese Rückfahrkamera zwingend notwendig. Der Lambo ist leider sehr unübersichtlich und ohne Rückfahrkamera kann es leicht krachen. Dann wird es teuer. Für einen neuen Heckstoßfänger inklusive Lackieren und Anbau werden rund 4.000 Euro fällig. Jo, wir sind jetzt unterwegs im Lamborghini Gallardo beim größten Schneesturm und ich kann euch sagen, ey, das Auto verhält sich, wie wenn es zu Hause wäre. Also der hat überhaupt keinen Stress und da macht sich halt wieder der Allrad bezahlt, ganz klar. Natürlich müsst ihr beim Kauf immer darauf achten, dass das Scheckheft lückenlos geführt ist von Lamborghini. Da wir später auch beim Wiederverkauf muss einfach da die Stempel drin sein von Lambo, sonst wird euch den mit Sicherheit niemand mehr abkaufen. Egal welcher Supersportler der richtige ist, damit es bei der Online-Suche kein böses Erwachen gibt, haben die Kanz-Brüder wichtige Tipps. Alles mit Laufleistung über 100.000 Kilometer ist nicht empfehlenswert. Die erste Serie eines Autos hat meist noch Kinderkrankheiten, lieber nicht nehmen. War das Fahrzeug lange abgemeldet? Vorsicht, an Ladenhütern ist meist etwas faul. Schauen Sie auf der Händler-Homepage. Am Ende rechnet es sich, beim ausgewiesenen Experten zu kaufen. Aber das Wichtigste sind die ordentlichen Scheckhefteinträge, absolutes Muss. Keine Angst vor Fahrzeugen, die auch ein paar Kilometer haben, das ist kein Problem. Lieber vielleicht sogar ein Fahrzeug, das mehr Kilometer hat, ja, das so auf Langstrecke gefahren wurde, wie immer 5 Meter zum Bäcker und 5 Meter zum Metzger, wieder aus, an, nee, ein Motor möchte laufen, dann kann man sich auch mal ruhig ein Fahrzeug kaufen, das auch mal ein paar Kilometer mehr hat. Jedes der Fahrzeuge hat seinen Reiz. Am Ende entscheidet die Emotion und natürlich das Portemonnaie. Die beiden Kanz-Brüder haben allerdings einen Favoriten. Mein Fazit zum Supersportler aus Ingolstadt, zum Audi R8. Man bekommt ein Fahrzeug für wenig Geld, für 70.000 Euro mit 20.000 Kilometer aus 2010. Mehr Supersportler für diesen Betrag geht einfach nicht, also mein absoluter Favorit. Ich schließe mich ganz klar der Meinung von Michael an. Ein absolutes Top-Fahrzeug und wer einen Supersportler im Alltag fahren möchte, kommt einfach an einem R8 nicht vorbei. Top.